So, Kuckuck. Und herzlich willkommen zurück bei Gothic 3. So, mein Name ist Junger Bones. Ich bin der Befreier aus Leidenschaft. Ja, Leidenschaft. So, und zuletzt haben wir in Warant Leiden geschafft. In Warant gruppiert sich gerade eine neue Gruppierung. Um die Gruppierung neu zu gruppieren, hier aus Nomaden bestehen. Die Assassinen sind weg, die sind tot. So, selbst Ali hier hat mich angegriffen. So. Jetzt ist natürlich die Frage. Ist ja, warte mal. Ich habe überlegt. Ich habe eigentlich gehofft, dass der PK noch mal mit dabei ist, aber der hat andere Probleme. Habe ich so überlegt, ob ich die Frage, welche Stadt er am wenigsten leiden kann, von denen, die wir jetzt offen haben. Faring ausgenommen, weil Faring kommt als letztes dran. Ja. Welche Stadt kann er am wenigsten, würde ich weiß nicht so recht. Das Ding ist, er verläuft sich gar mit Trele, soweit ich weiß. Ja, er verläuft sich gerade gar mit Silden und so, aber das mag er ja immer so, wenn ich darauf rumreite. Das ist so ein kleines Späßchen in meiner Seite. An der Stelle. Ich wollte aber gerne noch mal zu einem Alchemietisch. Haben wir irgendwo einen Alchemietisch? Wir rutschen mal kurz in hier, Kapthun vorbei. In Kapthun. Im Kapthun gibt's nichts zu tun. So, hier stehen überall Rebellen rum. Sind das dann überhaupt noch Rebellen, wenn die nicht mehr rebellieren müssen? Hier liegt eine Orbe für mich rum. Ja, wir haben ja, wie ihr seht, haben wir jetzt endlich unsere Paladin-Rüstung. Wir haben tatsächlich, ich habe tatsächlich mit meiner Tradition hier ein bisschen gebrochen und den Hut abgesetzt erstmal. So, was willst du von mir? Wenn du mich anmachen willst, du bist mir zu hässlich. Auf Charakter kommt es an, ich weiß. So, wie viel können wir machen? Fläschchen. Heiltrank. Mach einfach. Heiltrank. Wenn wir jetzt brauchen, jetzt Heiltränke. Wie viel? 5. Gerade hier in dem ganzen Gewusel da. Wie viel haben wir jetzt? 123, so können wir gehen. Und du glotzt mich nicht so an. Das hättest du wohl gern, hä? Du hättest mich gern in... No. Ja. Du, wem gehört die Frau über... Ja, nee, nicht wem gehört die Frau. Einen Menschen kann man nicht besitzen. Ja, auch wenn das viele Länder oder in der Vergangenheit viele Menschen anders gesehen haben. Aber ein Mensch kann keinen anderen Menschen besitzen. So, ganz einfach, Punkt aus. So, ist was passiert? Seabat ist tot. Wer ist denn Seabat? Seabat ist tot. Er wird die Orks nicht mehr schlagen können. Großartig. So wäre es mit allen Ratten. Wie Ratten? Ist was passiert? Ist etwas passiert? Du siehst irgendwie deprimiert aus. Hm. Ja, es gab ein großes Problem. Ich wurde ausgeraubt. Ein Dieb stieg in Kapthun ein. Kann ich dir bei etwas helfen? Ich habe einen wertvollen Gegenstand verloren, ein kleines Bündel. Ich denke, dass Seehoop nicht ohne war. Kannst du meine Waren zurückschicken? Ich werde keine Schulden haben. Ich werde tun, erstmal grüße dir eine ordentliche Grammatik an, mein Freund. So, und dann ist die große Frage. Ich plündere euch, ich befreie euch die Städte, ich befreie euer ganzes Land. Und ihr könnt nicht mal in eurem eigenen Haus auf euren Krempel aufpassen, wenn ihr den ganzen Tag davor steht. Alter, da könntest du Anfälle kriegen hier. Mann. Ja, Entschuldigung. Okay, wie sieht's jetzt aus? So, in Treles. Nehmen wir Treles Hops. So, wir haben ja hier, wir gucken mal hier auf diese überaus schlaue, naja, fast Karte. Das ist ja eher die Questkarte. Wo haben wir jetzt noch was? Der Kaladin Ponrad will seine Gami zurück. Das Problem ist, ich weiß nicht, deswegen würde ich Trelis ganz gerne ganz ehrlich lassen. Ich weiß nicht, welcher Feuerkelch mir fehlt. Wir haben doch alle geholt und trotzdem fehlt mir einer. Ich weiß nicht, was hier los ist. So. Stein der Elemente. So, warte mal, in Geldern müssen wir erstmal gucken. So, die erste Bestellung des Juweliers. Was ist das denn? So, Goldschmied. Wer ist denn der Goldschmied? Weiß ich nicht. Der Goldschmied ist wahrscheinlich der Gold schmiedet, würde ich mal behaupten. So, sobald die Bescheid werden wir über Ausbildung sprechen. Was, ich brauche 8 weiße und schwarze Perlen. Habe ich sowas überhaupt? Goldschmied. Das Ding ist, ich bin in den ganzen Städten hier kaum noch wirklich willkommen.
Ja, bringe die, da müssen wir noch mal zum Angler gehen. Fälle für Felllieferung für alle. Weiß ich denke, das haben wir gemacht. Ich glaube, wir müssen hier noch mal ein bisschen nachhaken. Ich glaube, jetzt zum direkten nächsten Städte befreien. Ich glaube, das wird noch mal einen Moment dauern. Wir müssen da erstmal, insoweit die Orks uns da überhaupt noch hier dulden. So. Ich würde das jetzt da so einen Teil jetzt ein bisschen auch den Orks überlassen. Sag ich mal. Wenn die anfangen dann mit der Stadt wie anzugreifen, dann hauen wir zurück mit allem, was wir haben. Und wenn dann die ganze Stadt leer ist, dann ist die ganze Stadt leer. Scheiß drauf. Ja. Ja, wir gehen erstmal zu Anox Lager. Wo ist denn das? War ganz oben hier, das Ding hier. Los geht's. Wir können ja nochmal runtergehen zu dem Captain Iglo. Captain, wie ist der? Dschungeltier, Hugo. Was ist mal wieder los? Hey! Natürlich! Das ist typisch Gothic 3. Wir visieren nicht den Feind an, sondern unsere Freunde. Naja, Freunde ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber Verbündete, sag mal, nenn das Verbündete. So, hier schon wieder. Warum? Ja, zeig jetzt mal richtig, zeig dir das mal richtig hier weg. Kein Wunder, warum er die ganze Tag im Wald verkriegt. Hinter dir ist der Feind, Mensch. Sag mal, ich weiß nicht, was mich die ganze Zeit trifft. Wahrscheinlich das. Natürlich, wir visieren wieder den Verbündeten ein. Na, da wird denn hier. Da dann gibt's hier oben, oben Rambatamba. Ey, mach doch mal auf, Mensch. Natürlich. Wir sehen, der blockt mich nach hinten. Ich stand hinter dem, der hat mich geblockt. Deswegen hasse ich sowas wie diese künstliche KI. Nee, wie ist das Ding hier? Alternative KI, genau deswegen hasse ich das Ding. Ui, wir hören gerade, da wird eine Frau missbraucht. Das können wir überhaupt nicht gestatten. So, das ist ja frech. Macht man doch nicht. So, hier. Wer missbraucht die arme Frau? Wer denn? Du hier! Doch, ja, hör doch mal auf, Mann! Alter! Was bist du denn hier? Stammesführer! Ja, pass mal auf, das war's mit dir! Ja, so wird ein Stamm geführt. Wo denn nur noch? Leute, jetzt angreifen die hier oben an. Wir müssen noch mal. Ich sag ja. Für das Spiel. Ja, genau. Genau. Für das Spiel brauchst du echt Nerven, das sag ich dir. Wenn du hier keine Nerven hast, mitbringst für das Spiel, dann brauchst du gar nicht erst anfangen. Alter. Ja, schlimm sowas. Echt schlimm. Ja, nun ist ja gut, Mage. Ich weiß, wer der Endgegner von Gothic ist. Das ist Torwood. Das Blöde ist, haben die anderen NPCs, die jetzt nicht zu meinen Kameraden, zu meinen hier Diego und so weiter. Haben die auch wieder volle Power? Ich hoffe mal. Ich glaube ja. Eigentlich willst du alles neue volle Power wieder haben, ja. Aber wenn einer hier, Wer hat das gesagt? Du! Du kannst mal auf die hinter die Lichter kriegen, du blöder Affe, du! Dann kämpft euer Scheiß alleine hier, wenn ich die Waffe wegstecken soll. Soll ich die bespucken oder was? Ja! Steh auf, Mensch, du blöder Affe! Mann! Ah.
Und hör auf, die Freunde ständig anzuvisieren, Mann! Alter, da kriegst du echt Anfälle hier! Nichts geht in diesem Scheißspiel! Nichts! Jo, man drückt auf den Knopf, dass er zuhauen soll. Der Ork fällt um und der Kerl haut mindestens 5 Mal hinterher und trifft dann seine eigenen Leute hier. Wenn der mal gerade den Ork anvisiert hat. Ja, fließt auf ihn und nicht auf mich, genau. Nein, Mann! Alter! Hau doch mal auf den richtigen ein, Mann! Das hast du jetzt davon. Alter. Das glaubst du nicht. Leute, es gibt einen Kampf! Du wagst es, mich zu schlagen! Deine Nutzung wieder! Ist gerade noch nicht mal Gold dabei. Mann, hier ist mal wieder den Falken. Waffe weg! Na bitte! Ich geb dir gleich die Waffe weg, du Arsch, du! Mann! Also, wir müssen uns ein bisschen machen. Blödes Plus. Scheiße, tut das weh. Ach, ihr doch mal. Wohl damit aufhören. Deswegen lock ich die gerade weg. Immer. Leute, es gibt einen Kampf. Jo, hab das dann mal. Nicht mal Gold dabei. Diego, jetzt hör auf. Ja, toll, bekämpf mich mit deinen Fäusten, du Blödmann. Jo. Du auch noch. Alter, ihr seid so bekloppt, aber ich. Alter, da kennst du echt wahnsinnig in dem Spiel, ganz ehrlich. Jo. Hast du irgendein Problem, weil du so feindlich aussiehst? Gib dir gleich feindlich, du Pfeife. Mann. Wenn er so weitermacht, wird das nicht was, genau. Alter. Wieso ruft bei den Nomaden? Hä? Plus 5. Wer hackt wen in Stücke? Warte mal, ich habe gerade gespeichert. Wir laden das nochmal. Alter, wie kann man da so blöde sein? Das ist. Ja, das ist Returning, Leute. Pass mal auf. Ich drücke F12. Das ist tatsächlich mein Fehler. Ich drücke F12, weil bei Returning ist es F12, das Neuladen. Ich weiß nicht, was F12 hier im Spiel macht. Weshalb das dann hier crasht, das ist tatsächlich meine Blödheit gerade gewesen, tatsächlich. Jo, hier ist es ja F9, um neu zu laden und nicht F12, scheiß Returning. Ja. Ja. Tja. Gestern noch Returning gemacht, hier vorgestern auch mit der Lucy. Grüße an Lucy, gehen raus, falls sie rein sieht. Ich weiß nicht, ob sie rein sieht. Vielleicht nicht. Wenn nicht, dann fühle ich mich. Ruf bei Nomaden, was ist denn das? Minus 5 plus 5. Zeigt ihr mir nur den Nomaden schon wieder? Was wollt ihr von mir hier? Ruf bei den Nomaden. 95. Keine Ahnung. Warte mal. Oder was habe ich jetzt gekriegt? Ich glaube, verhindern kann ich es eh nicht. 63, ich weiß es nicht. Oder was stand da? Ruf bei denen was? Ja. Die sind aber gerade total aggressiv auf mich hier irgendwie. Ich denk darüber nach. Was wollt ihr jetzt von mir hier? Habt ihr immer noch? Ja, wenn ich jetzt wieder anfangen kann, dann will er wieder den Sklaven angreifen hier. Ist ja auch nur rumzufuchten, Mann. Was hast du jetzt davon? Ja. Jo. Ja, ich glaube, weil ich die hier angegriffen habe oder so. Keine Ahnung, irgendwas haben die hier schon wieder. Weiß ich nicht, mir egal. So, wo ist Anok? Hör bloß auf mit der Scheiße. Ja. Habt ihr denn immer noch welche, Mann? So, wir machen das mal eh. Irgendwann geht's ja echt um die Nüsse hier. Das war ein Fehler. Nein, hör weg, die Waffe weg, Mann. Alter. Hab dann immer noch nicht gesehen. Bleib stehen!
Ja, bleib stehen. Nur ein toter Ork ist ein guter Ork. Ich hab's immer noch drauf. Oh mein Gott. Was denn? Das war's. Wir haben die Orks zwar besiegt, aber um welchen Preis? Ich hoffe weiter und sind noch welche am Leben. Ansonsten ist meine Aufgabe hier gescheitert. Jo. Guck mal, Okara ist direkt neben euch. Warum geht ihr nicht dort hin? Warum sitzt ihr hier im Wald rum? Junge. Das Spiel ist furchtbar. Ja, warum spiele ich es dann? Weil ich es kann. Ja. Ey, wir müssen noch ein paar Takte mit dir paulieren. Wir müssen erstmal hier ausräumen. Guck mal hier. Liegt wieder Warenwert. Ja. Vor allem, die haben die Rüstung, die wir hier tragen. Diese verzierte irgendwas, oder wie das Ding heißt. Es ist ja, er hat ja, glaube ich, schon gesagt, wo wir die gekriegt haben. Das ist tatsächlich eine Argane-Paladin-Rüstung von Argan von Arcania. Ich finde das auch mal wieder witzig mit Arcania. Jeder redet dieses Spiel so schlecht. So, von aus der Gothic-Community. Jeder findet Arcania so scheiße. Aber sich hier die Rüstung und hier auch bei Diego und Grundy und Gäste und so, die Gesichter hier rauszunehmen aus der Grafik. Dafür ist es anscheinend mal gut genug. Nö. Furchtbar sowas. Ja. Am besten du hältst dich da raus. So, ja. Ich habe den Orks am Pass dieses Zeug hier abgenommen. Ja. Sehr gut, Kamerad. Wir müssen weiter wachsam sein. Warte. Die Orks versuchen sicher wieder über den Pass nach Silden zu kommen. Ja. Was kann denn schon groß passieren? Und ihr werdet weiterhin im Wald hocken und eure Überfälle auf die Karawanen der Orks durchführen. Warum denn nicht? Ich bin sehr zufrieden damit. Ihr seid doch bloß ein Räuberhaufen, der so tut, als würde er um die Freiheit nur Thanos kämpfen. Räuber, sagst du. Du hast recht. Ich plünderte hier bereits vor dem Krieg. Und jeder, der hier eine ordentliche Ausrüstung hat, hat sich diese bei Überfallen beschafft, während die ehrenhaften Krieger, die Fremen auf den Burgmauern für den örtlichen Baron gekämpft haben. Du hast recht, verdammt. Die königlichen Richter haben bereits einen Strick für jeden in diesen Wald vorbereitet. Aber niemand von uns rannte zu Orks, um diesen in den Arsch zu kriechen. Wir teilen unser Brot mit den Flüchtlingen. Seit 2 Jahren riskiert mein Bruder bereits seine Haut als Spion in Silden. Und nicht für Frauen. Jeder hier hat seinen Grund, um gegen Orks zu kämpfen. Und wir werden kämpfen, auch wenn wir alle sterben müssen. Bist du ein Paladin in heiliger Rüstung, diese Leute zu verurteilen? Ja, eigentlich schon, ja. Guck mich doch mal an, was habe ich denn an? Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ja, was? Ich bin kein Paladin. Beruhige dich. Ich war ein Gefangener in der Kolonie. Beruhige dich. Ich war ein Gefangener in der Kolonie. Ja. Ich verstehe dich und deine Ungeduld. Viele von uns verloren Familie, Freunde und möchten sich natürlich rächen. Ja, jetzt hör wir werden die Orks vertreiben. Und jetzt tun wir alles, um diesem Ziel Schritt für Schritt näher zu kommen. Stehlen Sie die Lieferung. Krasses Deutsch. So, typische Übersetzung. Ja, so, wen haben wir hier noch? Ja. Ach du heilige Scheiße. Sildon. So, Felllieferung für Lugian. Haben wir die schon? Nee. Ich denke drüber nach. Haben wir die nicht abgegeben? Was? Stanford hat deine Felle gehalten. Ich weiß nicht. Gute Arbeit. Und nun? Neue Ordnung. Was ist das denn? Zapotec. Also. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Der Schamane Grompel. Oh. Dann würde ich sagen, was haben wir noch hier in Silden? Irgendwann ist seltsames Verhalten. Keine Ahnung, was hier gemacht werden muss. Ich weiß es nicht. Wenn ihr bei mir eine Lösung für diese Quest sucht, dann werdet ihr vergeblich suchen. Tut mir leid. Sprich über den Nachschub. Ja, genau. Wir müssen wissen, was das genau ist, bevor wir die Revolte starten. Tja, da haben wir ein richtiges Problem. Zapotec, ich habe keine Angst vor diesen miesen Rebellen. Töte den Stadtschamanen, die entlaufenden Sklaven aus Silden. Und das kommt noch schlimmer. Die sind ja hier. Zerstöre das Rebellenlager. Das Einzige, was wir hier jetzt wirklich noch machen können in Silden, von dem, was da steht, das ist hier den Krompel töten. Ja. Das würde ich natürlich machen, bevor wir hier die Stadt ausräumen. Das Blöde dabei ist dann am Ende nur,
Wenn wir dann den Krumpel getötet haben, dann werden die Orks alle über uns herfallen, Silden. Jo, spätestens dann. Wo ist jetzt der Typ hier, der zu mir Waffe weggesagt hat? Dieser Dicke hier, der dicken Rüstung. Der hier, wie ist der? Der hatte doch einen Namen. Dieser, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Na, okay. Dann würde ich sagen, wir gehen runter zu Besilden. Ja. Ich werde einfach abwarten. Weil dass der Held am Ende hier von Göttin immer König wird. Oder das ist hier auch, ich glaube, beim Innersende. Oder gab's hier, glaube ich, das ist Innersende. Ich glaube, das Innersende hier, da wird er selbst hier König. Ohne Göttin. Ja. Dass er da König wird, das ist jetzt nicht ganz aus der Luft gegriffen, weil die kriegen ja gar nichts alleine auf die Reihe, lieben. Gut gemacht. Das war's für dich. Da hoffe ich wirklich auf sowas wie Remake. Gothic Remake, egal jetzt ob nur vom ersten Teil oder auch von den anderen Teilen. Dass da mal irgendwo ein bisschen mehr, sag ich mal, Logik reingepackt wird. Weil das ist ja wirklich schon in den ganzen Gothic-Teilen, auch in den Mods vor allen Dingen. So, das ist immer so gestrickt, dass die NPC, selbst die hier rumsitzen, die allerletzten Lappen sind. So, das kann es doch nicht sein, Mensch. Das soll ein Königreich sein. Wer glaubt ihr denn das hier? Dass die noch nicht mal dann mit den Wildschweinen fertig sein werden. Ich hasse die. Weil wenn ich jetzt hier so ein Paladin hier stehen habe, sag ich mal. So, hier steht jetzt kein Paladin dabei, die sich als große Kämpfer hier rühmen. Dann möchten die doch zumindest mit einem Wildschwein oder sowas fertig werden. Und nicht hier drei Mann auf so ein Vieh einschlagen und nichts passiert. Dass dieses Schwein die dann umhaut alle. Das ist ja fern jeglicher, ich meine die Logikkeule, ich meine die brauchen wohl kaum schwingen immer wieder. Aber nur mal so gedacht, das ist ja sowas von übertrieben hier. Dass die wirklich gar nicht auf die Reihe kriegen, ja, die Rebellen. Selbst wenn wir mit denen hier losziehen, um da irgendwie hier was zu schaffen. Weil wenn ich mir hier einen Kollegen mitnehme, einen NPC, das ist wie gesagt, das zieht sich durch die ganze Reihe. Generell in so Spielen. Wenn ich mir einen Kollegen mitnehme, dann erwarte ich, dass der mir hilft. So, dass der mir ein bisschen Arbeit abnimmt. So, dafür sind wir ja eigentlich dann zu zweit unterwegs, oder in dem Fall jetzt zu viert. So. Aber wenn die nur Klotz am Bein sind und ich immer aufpassen muss, dass die mir nicht verrecken. Irgendwann ist vorbei, ganz ehrlich. Manchmal ist es echt doof. So, wo haben wir jetzt den Locator hier? Ja. Hier ist auch noch so ein Typ, der mal hart, dessen Waffe dort rumsteht. So. Lars Schlachtbeil. Ich glaube, das haben die mit dem Mod tatsächlich geändert, mit dem Schlachtbeil. Na? Gibt's Probleme? Es wird schwierig, seinen Schlüssel zu stehlen. Nein. Wir machen aber den geschickten Taschendiebstahl. So, Goldpokal haben wir gewonnen. So, dieser Lars, wo ist der? Das können wir doch mitmachen. Sperrveteran, der war doch hier. Ist das der Schlüssel für die Tür, den wir gerade geklaut haben? Passt. Nochmal von vorne. Genau so habe ich mir das gedacht. Ist abgebrochen. Eigentlich ist das jetzt eine einfache Rechnung hier. So, am Ende werden sie dich dazu zwingen. Lars! Ich bin Junker Bonis. Wer bist du denn? Molliger Sklave. Was willst du? Frag, warum du so mollig bist als Sklave. Mein Name ist Lars. Ich war einst ein stolzer Krieger aus den hohen Landen von Nordmark. Warum? Doch heute vergammel ich hier im Gefangenenlager. So, schwere Taschendieb. Gib mal ja Taschendieb. Du hast im Krieg gekämpft? Ja, ich war damals der Stärkste meines Stammes. Kannst du mich auch stärker machen? Kannst du mich auch stärker machen? Ja, wenn ich endlich machen könnte, warum ich eigentlich ins Mittelland gekommen bin. Ja, was denn? Aber dazu müsste ich erstmal frei sein. Warum sitzt du hier im Knast? Ich habe den Arenameister Barak bestohlen. Auf Diebstahl stehen die Jungs überhaupt nicht. Ja, ich weiß. Jo, wie kann ich dir helfen? Wie kann ich dir helfen? Mir ist nicht zu helfen.
Es sei denn, du hättest viel Gold. Ich bin etwa 300 Goldmünzen schwer. Du müsstest mich bei Zapotec, dem Lagerherrn, freikaufen. Wer? Verstehe. Wer? Oh, ja, wisst ihr auch, was auf wie viel Kopfgeld auf mein Kopf hier im Spiel ausgesetzt ist? 30.000? 300.000? Ja. 300 Goldstücke. Da werde ich mir lieber was anderes gekauft. So, ach, da sitze ich in der Arschbreit. So, Dachmeister. Ich will den Nordmann Lars freikaufen. Ja, nimm die Pfennige, die Pfennige. Der Nordmann gehört dir. Yeah. Es wäre ohnehin besser, wenn er hier verschwindet. Er hat bisher nur Ärger gemacht hier im Lager. Ja, wäre ich ein Rock gewesen an eurer Stelle, ich hätte dem schon lange den Kopf abgehauen. Na, diesen Lars, den ich eingefangen und dann auch noch freigelassen gegen Geld. Irgendwann ist auch das vorbei. Ja, irgendwann ist auch das vorbei, genau. Ich glaube, ich will. So, Meister. So, du willst mich jetzt irgendwo hinbringen, habe ich in Erinnerung. Tag, Meister. Ich habe dich freigekauft. Jo. Ach komm, du verarschst mich. Es kommt doch aus, auf dich verarschen? Pennigen, Mann. Ein Mann mit Ehre. Bin beeindruckt, Freund. Bin ich denn cool? Wenn ich dir auch irgendwie helfen kann, sag mir Bescheid. Ich muss nach Nordmar. Kannst du mir den Weg zeigen? Wir lügen den Mann mal an und tun so, als ob wir nicht wissen, wo Nordmar ist. Ja. Ich muss nach Nordmar. Ja. Kannst du mir den Weg zeigen? Es ist sehr kalt dort und gefährliche Monster. Die Orks haben meine Axt weggenommen. Ohne sie kann ich dir nicht helfen. Ich habe deine Axt. Ich danke dir. Ohne eine richtige Axt fühlt man sich so wehrlos. Ich danke dir, Freund. Jetzt bin ich bereit, dir zu helfen. Von dem Haufen sollen wir König werden, ich weiß nicht. Bring mich zum Pass nach Nordmar. Ich bin mir da nicht du willst meine sicher. Heimat kennenlernen? Ich zeig sie dir gerne, Freund. Folge mir. So, komm. So, jetzt steht natürlich erst auf, wenn wir die Hütte verlassen haben. Da kommst du nur bald mal. Ich weiß. Mann. Aber richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Der letzte Scheiß. Ihr rennt gerade die Sklave weg! Ich mach ihn fertig für mich. So, das ist wie viele Schläge braucht der? Keine Ahnung. 2, 3? Ja, da würde ich mal sagen. Da könnten wir dann langsam mal in der nächsten Folge hier daran denken, die Sildenjobs zu nehmen. Beim Stadtschamanen Groppel fangen wir an, holen uns noch die Quests ab und dann geht's hier rund. Jo. Ich wüsste nicht, was wir jetzt noch für Quests hier machen können. Wir können dann nochmal zu den Jägern gehen, wenn wir den hier weggebracht haben. Ich weiß gar nicht, wo der uns jetzt hinbringt. Ja. Aber ich habe die Quest, mit dem Typen die Quest ist schwierig, weil diese Axt dort, die backt manchmal halt rum, die kann man nicht mitnehmen. So, bin ja froh, dass es diesmal ging. Jetzt nicht wegen dem Rock, der davor steht, auch wenn man, wenn der Rock jetzt nicht hinguckt, man den einschläfert oder sonst was. Alter, was schlägst denn du für Haken? Gib den NPCs mal richtige Laufwege, ja Mann. Sag mal, habt ihr den hier Fluglinie als Laufweg gegeben, hier an der Beiz, oder was ist hier los? Quer durch die Rabatten. Zeig mir den Weg. Oh, wenn er uns den Weg gezeigt hat, sind wir dann eigentlich schon fertig für heute. Für die Folge. Hör bloß auf damit. So, und wenn wir dann die ganzen Städte hier befreit haben, das ganze Land, dann geht's weiter mit den Lively Towns Geschichten hier. Ja, wir sind dann auch nicht fertig mit dem Spiel. Wir müssen dann den Mod-Content hier, Lively Towns, da machen. Ja, Gotha, dann die Wüste und so weiter. So. Und natürlich den Norden. Ne? Der Witz ist nämlich, egal was wir dann im Norden auch kriegen durch die Ahnengräber und das Ganze. Das hat die ja schon mal gesagt. Das bringt uns nichts mehr.
Das ist von dem Mod so bescheuert hier gemacht, dass uns, dass die Angreifer nicht mehr wirklich helfen werden da. Das bisschen Power, was wir dort von denen kriegen. Wo will der noch hin? Elendes Drecksvieh. Ja, ja. Das ist mal Gothic 3. Von Hause aus ist ja so, dass du machen kannst, was du willst. So, wenn du jetzt den Norden komplett ausräumst, das kratzt hier unten im Mittelland niemanden. Also das ist allen scheißegal. Aber die Mods, die packen ja Konsequenzen an Stellen rein, was das Ganze dann überflüssig oder sinnlos macht, sowas wie die Schmelze zu befreien. So, das Einzige, wofür wir die Schmelze bräuchten, wäre ja hier für Xardas mit den Artefakten dann wieder reinschmeißen. Aber sonst könnten wir... Ja, jetzt hören wir auf. So, das war's mit dir. Das war's mit dir, du Mistvieh. Weiter nördlich liegt der Pass, mein Freund. Ja und? Ich werde weiterhin hier in diesen Wäldern bleiben. Es gab schließlich einen Grund, warum ich meine Heimat verlassen habe. Weil es zu gefährlich ist, ich weiß schon. Da hast du Angst davor. Wo willst du nun hin? Jetzt, wo du mich fragst. Ich denke, du wirst mich bei den Rebellen hier im Wald finden, wenn du mich suchst. Warum? Ich bin ausgezogen, um das Bogenschießen zu erlernen. Das Bogenschießen. Zu Hause wollte und konnte mir dabei niemand zurecht helfen. Ja. Jo, die Stabkunde. Nun nimm's doch mit, Mensch. Oh. Ja, wo sind wir jetzt hier? Wir wollten zu Captain Iglo noch. Aber nicht mal heute. Hier unten waren wir schon, da ist nichts mehr drin. Ja. Ich habe kein. Hä? Doch noch einer drin? Oder wieder einer drin? Ich weiß es nicht. Hä? Hey! Das war's für dich, Mistvieh. Ja, Mistvieh, genau, Lester. So sieht's aus. Wir müssen ja gleich unten sein bei einer Anox Lara. Da sie sind, also stehen, sehen wir schon die Hütten stehen. Ja. Was denn nun noch? Das ist ja wohl ein Witz, oder? Natürlich ist das ein Witz. Guckt euch das mal an. Robbt wieder zurück und ich treffe diesen scheiß Morad hier nicht. Ja. Das wäre erledigt. Ja, jetzt macht doch gleich nicht einen Krieg daraus gegen den kleinen Morad hier, Mensch. Ja, die machen ja, das ist ja sagenhaft. Yeah. So. Da sind wir wieder. Ja, wir speichern nochmal. Wir schlafen schon mal bis zum nächsten Morgen für die nächste Folge. So, Tag. Ja. 8 Stunden. So, wo ist Diego? Da. Gut. Dann machen wir hier weiter beim nächsten Mal. Ich wünsche auf jeden Fall einen angenehmen Feierabend. Kommt morgen wieder und ciao.